Was bisher geschah? Was stimmt nicht mit dir, Lara? Und so geht's weiter. Es geht doch nicht. So, Chromiterz. Wie sieht denn Chromiterz aus? So golden wie das alles hier? Dann müsste ich hier doch reich werden. Warum mache ich mir einfach die Taschen hier ein bisschen voll? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo ist denn dein Problem, Lara? Nimm dir einfach, was du kriegen kannst. Hier ist nichts und hier ist auch nichts. Ich hätte gern so eine Ader. Scher. Hätte sie wirklich gern. Wo muss ich denn hin? Wie komme ich denn hier eigentlich zurück? Muss ich wieder schwimmen? Ich glaube ja. Ich glaube, ich muss schwimmen. Okay, dann schwimmen wir jetzt. Leuchtete da gerade was? Ich glaube, das war nur ein Bug. Siehst du das? Ja, ich glaube, das ist ein kleiner Grafikbug. Soll es ja geben. Habe ich schon gehört. Gerüchteweise. Glaube ich ja ehrlich noch nicht so richtig dran. Komm hoch. Komm, geh da hoch. Ich war auch schon mal in so einer Tropfsteinhöhle. Ich fand das total cool. Nur hatten wir dann einen festen Weg. Ich durfte nicht einfach wie Lara hier selbst umherziehen und gucken. Ja, also so richtig viel schneller ist sie jetzt auch nicht. Ein bisschen, aber nicht so, dass ich mir denke, wow. Das geht aber schnell. Was wetten wir, dass ich jetzt gleich verkacke? Oh, ich habe fast. Schön. Gut. Warum gibt es hier denn keine Chromiterz? Ich meine, überleg mal, wo wir sind. Und wo geht's da eigentlich lang? Komme ich da mittlerweile? Könnte ich da rüber? Gibt's da irgendwas? Ich habe Angst. Ich probiere es nicht. Nein, wir gehen den ganz normalen Weg zurück. Ich bin ein Schisser. Wir werden es nie herausfinden. Ich möchte jetzt nicht sterben. Ich mache die ganze Zeit cool in der Hoffnung, dass ich eine neue Erzader oder sowas sehe. Oh, holy fuck. Ich muss da oben lang. Ich wollte gerade dem Wasseranlauf, dem Wasserlauf nochmal runter und versuchen lang zu gehen. Vielleicht nicht die smarteste Idee, die meinem Hirn je entsprungen ist. Komme ich von hier? Ja, ich komme von hier. Okay. Hui. Gut, dann sind wir durch. Dann könnte ich theoretisch jetzt besonderes Erz abbauen, wenn ich es mal fände. Ausrufezeichen. Ich habe bis jetzt noch nie so eine Erzader gesehen. Oh, da bin ich einfach in ihr vorbeigerannt. War es das Problem? Weißt du, was ich gerne mal machen würde? Eine Schnellreise ins andere Gebiet. Ich bräuchte jetzt mein Lager, weil ich glaube, ich würde mir jetzt gerne nochmal den Monolithen hier angucken. Und dieses Münzversteck. Bevor ich tatsächlich gehe. Aber ich... Obwohl, eigentlich müssten wir auch nochmal hier hin, wa? Basislager, Kathedralenhof. Die Überlebensverstecke sind mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich finde eher die Dokumente und so. Das habe ich zum Beispiel komplett übersehen. Komme ich da denn überhaupt nochmal hin? Bestimmt. Ich glaube einfach dran. Ja, ich glaube daran. Gut, dann würde ich doch fast vorschlagen, wir gehen den normalen Weg zurück. Gucken uns den Monolithen an, ob ich den mittlerweile lesen kann. Und wenn nicht, dann rennen wir schnell weiter ins Dorf, holen uns das Dokument und gehen dann nochmal zurück. Nicht ins geothermale Stadt, sondern da, wo wir zuvor waren. Das Wasser wird erst dann trinkbar sein, wenn wir flussaufwärts die Leichen beseitigt haben. Schätze, es gibt da noch die alten Zisternen. Wenn Trinity einen Weg findet, unseren Zugang zu ihnen zu versperren, haben wir ein echtes Problem. Habt ihr kein Trinkwasser? Ach, das Wasser ist nicht trinkbar wegen der Leichen? Ja, kann ich irgendwie verstehen. Würde ich jetzt auch nicht so gerne trinken. Ja, danke schön. Ich grüße Hallo. Zurück. Geh mal her. Hi. Ach, wir können uns auch Münzen bei der Ishida abholen. Fällt mir gerade ein. Wieso kann ich denn die hier jetzt auch wieder mitnehmen? Ich darf die einfach generell mitnehmen. Darf ich die auch einfach ablegen? Es gab eine Funktion, sie abzulegen. Mhm. Irgendwie ging das. Ohne, dass ich sie jetzt werfen muss. Es tut mir so leid. Wo ist die blöde Kuh, die mir doch eigentlich gesagt hat, sie gibt mir alles, wenn ich ihr nur das Zeug bringe aus den lehmigen Gräbern. Wo ist sie? Die war hier irgendwo. Ach da. Ich habe sie gefunden. Alles gut. Willkommen zurück. Sie waren Hallo. Also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, Indeed. Alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's?
Und ich habe noch mehr Münzen für sie. Yippie. 30. Ja, ist okay. Mir fehlt jetzt nur noch eins, oder? Ja, ich glaube, mir fehlt jetzt nur noch ein Grab. Hat sie mir jetzt leider gar nicht angezeigt. Hätte ich nicht schlecht gefunden. So, können wir das denn jetzt wenigstens mal lesen? Einige der Worte wurden herausgekratzt, aber es scheint auf irgendetwas zu zeigen. Münzverstecke entdeckt. Das ist sehr gut. Wo denn? Da hinten. Ach so. Weißt du, was das Problem ist? Wenn ich jetzt, wenn ich in dieses andere Gebiet gehe, da ist auch der Laden. Und da will ich mir die Sachen direkt holen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich auch nochmal nach da hinten und dieses scheiß Münzversteck finden. Weil umso mehr Münzen ich dabei habe, umso besser. Gut, wie viel habe ich jetzt? Warte, lass mich nochmal kurz gucken. 89. Mhm. Ja, ach komm, das geht schnell. Kriegen wir hin. Oh, das sieht so schön aus mit dem Hintergrund. Ich bin immer gewillt, das als Thumbnail zu nehmen, weil das einfach so schön aussieht. Aber 10.000 Mal dieselbe Animation ist vielleicht auch nicht so pralle. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. So, wie kommen wir denn da jetzt am besten hin, ohne dass ich 10 Jahre Umwege machen muss? Ich sehe da unten zum Beispiel. Ja, das sehe ich. Kann ich jetzt einfach da runterspringen? Wollen wir es einfach mal ausprobieren? Wollen wir mal keck sein? Wir sind mal keck. Wir probieren es. Springen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yippie! Hat gut funktioniert. Kann mir nicht beschweren. Wahrscheinlich, wenn man da runterfliegt. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber da wollen wir ja nicht mehr hin. Da haben wir ja schon alles erledigt. Vor vielen, vielen Jahren waren wir da schon. Und es gibt für uns quasi nichts mehr zu tun. Oh nein, nicht mich angreifen. Ich will gar nichts von euch. Wo ist denn dieses dämliche Versteck? Hier ist es. Nein, ich wollte es markieren. Mann. Oh. Hallo. Dankeschön. Okay. Gut, dann müsste ich ja nur noch mein Lager hier in der Nähe... Oh Gott. Finden, damit ich eine Schnellreise machen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich gerade angebrachter, als wenn ich hier über die halbe Map renne. Hui. Ob ich ja immer noch nicht dieses dämliche letzte Kaninchen gefunden habe. Huch. Ach da. Fünfzehn nochmal. Sehr schön. So, wo haben wir denn das nächste Lager? Da. Das bringt ja sehr viel. Oh Mann. Mann. Dass das alles jetzt so weit entfernt ist. Gut. Darf ich halt wieder die komplette Ewigkeit dahin? Ist das Vieh mittlerweile wieder da? Nein, ist es nicht. Ich höre es auch nicht schmatzen. Frage ich mich auch, gibt es hier eigentlich eine begrenzte Anzahl an Hirsche, die ich so pro Zwischenschritt einer Story erlegen kann, bevor mir hier kein neues spawnt und ich halt quasi nicht mehr jagen kann? Oh Gott. Dass man dann zwischendurch einfach Story machen muss, weil keine Tiere mehr zum Jagen da sind und so ein Scheiß? Ich will nur vorsorgen. Nicht, dass ich später nochmal was brauche. Und dann habe ich nichts. Oh, die bringen mir ja auf. Ach, das wusste ich gar nicht mehr. Komplett verdrängt. Gibt es hier noch mehr von denen? Dann würde ich die mitnehmen. Nö, natürlich nicht. Gibt es da drin noch welche? Will ich tatsächlich mal mit denen hier probieren. Hallo, seid ihr da? Ich will jetzt nicht unfreundlich sein oder so. Ah nee, das war nur diese Mini-Höhle. Und das ist auch nur dieses doofe Erz. Ja, ja. Nur doofes Erz. Na gut. Schade. Schade, schade. Weil zwei pro vier ist schon nicht schlecht. Das ist ja jetzt gemein. Ich weiß, beim letzten Mal waren hier 5 oder 6 Stück dieser Viecher. Aber na gut. Offensichtlich soll es nicht sein. Yippie, da darf ich endlich mal hoch. So, Basislager. Ich mach mal eben eine Schnellreise. Nachdem ich den Fähigkeiten... Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich an so ein Lager rangehe, muss ich auch einen Punkt verteilen. Was total nach Meckern klingt, aber ich weiß auch nicht. Drachenfeuer, Hohlspitzgeschosse, was ist das? Abrissexperte, Volltechniker, verleihen einen Nein. Leichenfallen-Spezialist, nein. Todeswolkenfeilen.
Listenreicher Kämpfer. Schnelle Herstellung. Das sind alles Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Weißt du was? Effizienter Manager werden automatisch ausgeplündert. Ist doch eine gute Sache. Haben wir jetzt eine Zeit lang öfter gemacht. So, nein, ich möchte hier gerne eine Schnellreise machen. Und zwar erstmal ins Dorf. Nicht da, sondern eigentlich... kommen wir da zurück? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo es am besten wäre. Aber ich glaube, hier müssten wir zurückrennen können, oder? Ich hoffe schon. Ich probiere es einfach mal. Okay. Ich fühle mich zurückerinnert. Ja, hier war ich schon. Dunkel macht's Klick. Müssen wir jetzt in die Richtung... Ja, so kommen wir zurück. Okay. Hui. Nein, nicht daneben und daneben. Natürlich daneben. Jetzt nochmal ein schön. Hier ist ein Grab. In dem Grab war ich schon. Nein, nevermind. Hier will ich gar nicht hin. Will ich nochmal in dieses Grab. Ich glaube, das war das mit dem Krankenhaus und so. Mit den Opfern der Dingsbums. Gedöns. Lepra. Wie komme ich denn hier? Bin ich jetzt so blöd, den Weg zurückzufinden? Was haben wir hier? Oh, schön. Münzen. Nein. Oh. So, jetzt nochmal ganz kurz für mich. Hier kommen wir zum Lager. Kommen wir da zurück? Nee, da kommen wir ganz woanders hin. Wie komme ich denn jetzt? Ah. Ja, mich mal richtig umsehen, bevor ich losrenne und einfach drauf losstürze, ist vielleicht auch mal eine Option. Komme ich da nicht hoch? Ehrlich jetzt? Kommst du da? Gehst du da bitte hoch? Da geht sie nicht hoch. Will sie nicht. Okay. Komme ich also so nicht zurück, oder was? So nah und doch so fern. Komm schon, Nara. Ich glaube, das möchte sie tatsächlich nicht. Ich glaube, sie möchte da nicht hoch. Ah doch, jetzt. God fucking. Ich glaube, da... Never ever. Also wenn sie das jetzt nicht mit dem Haken greift. Nein, tut sie nicht. Komm. Geh da hoch. Das finde ich jetzt doof. Es ist ja wirklich albern. So ein Millimeter vom Ziel entfernt. Oh Gott, ich hoffe, sie hängt nicht fest. Nein, alles gut. Alles gut. Wir leben noch. Oh. Mann, ich will den Haken viel öfter benutzen. Das Gefühl, es geht dann schneller. Aber irgendwie... Ne. Gut, nochmal den Ladescreen, weil es so witzig ist. Suchen wir uns jetzt einen anderen Ort. Aqua Brunnenkaverne. Aber... Ich glaube, das gehört zu dem geheimen Grab. Und da will ich eigentlich nicht hin. Muss ich jetzt ernsthaft den Weg von da unten hier hochrennen? Das ist doch unmöglich. Das kann das doch nicht sein. Klippenausblick. Wo sind wir denn hier? Nee, das, da waren wir gerade eben. Das nervt mich. Ganz dezent gerade. So richtig dezent. Gut. Gehen wir nochmal zurück. Müssen wir den Weg eben laufen. Schön, dass wir diesen Ausflug gemeinsam machen konnten. Den habe ich lange geplant. Ich hoffe, es hat euch mindestens genauso gefallen wie mir. Denn ich habe mega Lust. Ah, goddammit. Hier kann sie doch hoch. Ah, ist ja interessant. Okay. Machen wir uns wenigstens eine kleine Abkürzung. Haben wir da oben auch irgendwie eine Abkürzung? Ja, gut. Mehr oder minder. Ach, die ist ja wirklich langsam. Ja, wenn du jetzt da runtergesprungen wärst, hätte ich dich so umgebracht. Nein! Ich finde auch, es könnte irgendwie deutlicher gemacht werden, was für... Ah, okay. So funktioniert das. Gut. Ich gehe da mal. Ach, das ist ja immer noch zu. Na gut. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht lang. Wenigstens brennt jetzt diesmal alles nicht, wenn ich hier lang laufe. Könnte ja schon mal von Vorteil sein. Hui. Ich will eigentlich hoch, ehrlich gesagt.
Hätte man da überhaupt Feuer hochgekommen? Wie bin ich denn hier vorher hochgekommen? Bin mir fast sicher, ich war hier mal oben. Hui. Ja, greif den Ast nicht. Ist in Ordnung. Wozu auch, Larachen? Wozu auch? Völlig recht. Komme ich hier irgendwo oben lang? Nein, offensichtlich nicht. Das muss doch dann da lang gehen. Ich meine, du kannst dich doch da nicht umsonst drüber schwingen. Nimm den Ast. Nimm ihn nicht. Okay, nein, dann versuche ich es nicht mehr da lang. Oh, geh da hoch. Also wirklich, bei aller Liebe. Ich verstehe, dass ich oft auch einfach verpeilt spiele und dadurch manche Sachen nicht auf die Reihe kriege. Aber die Steuerung, also dieses automatische Greifen und so, ist teilweise einfach nur für den Arsch. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Komme ich da überhaupt jetzt lang? Oder ist das für mich komplett gesperrt, die ganze Ecke? Würde mich ja auch irgendwie ankotzen. Nee, das sieht jetzt gerade mal gut aus. Oh, ist das Trinity? Wieso sind die denn hier noch? Was? Ehrlich gesagt dachte ich, dass, und so. Okay, wie das mittlerweile wieder zurückerobert hätten. Ich meine, es ist doch deren Dorf, oder? Müsste dir nicht dran gelegen sein, das irgendwie wieder zurückzubekommen und so? Da oben muss ich hin. Ich will auch gar keinen Krieg anfangen, ehrlich gesagt. Ich will wirklich nur die Dokumente und dann will ich wieder gehen. Ich gehe hoch. Wo war das jetzt nochmal? Ach da. Ja, da komme ich von hier aus ja gar nicht hin. Oder? Siehst du gerade eine Möglichkeit? Ich glaube ich nicht. Wie komme ich nach da oben? Fragezeichen. Ohne Krieg anzufangen. Ohne Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Hallo? Irgendwie muss es gehen. Nein, der trägt einen Helm. Toll! Ich wette, hier gibt es gleich wieder eine große Schlacht. Gott, nein, lass es fallen. Wie lasse ich denn nochmal was fallen? Das nervt. Was ist da unten eigentlich? Siehst du das? Ach, das ist so ein Gerät. Ein Funkgerät. No, 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 no. Niemand. Niemand. Junger Herr. Sie sind hier. Ah. Mach doch sowas nicht mit mir. Ich versuche wirklich so viele am Leben zu lassen wie möglich. Ich will euch gar nichts tun. Ich will nur zu der Ecke da hinten. Unas fucking Sekundos. Da. Alter, ich muss den ganzen Weg außen rumrennen. Kann das sein? La la la. Sneaky as fuck. Don't mind me. Oh, nee, hier bin ich falsch. Definitiv. Hallo? Ihr wart hier nicht vorhin irgendwie Leute? Ach, da. Ist der immer noch da? Diese zwei? Ja, die sind zu zweit. Ich laufe einfach mal weiter. Es scheinen ja zumindest nicht viele hier zu sein. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Wie komme ich denn da hin? Hier ist ja auch schon wieder geblockt. War das der Grund, weswegen ich da denn irgendwann nicht weitergegangen bin? Weil ich einfach nicht mehr hingekommen bin? Vor allem. Ich sehe noch nicht mal Map. Was zur Hölle? Was ist denn da hinten über? Was ist das denn? Okay. Ich bin überfragt. Ich weiß wirklich nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Weißt du was? Ist mir jetzt auch egal. So. Kann ich mich wenigstens frei bewegen? Und die auch noch mal ein bisschen looten.
Dankeschön, Dankeschön. Super freundlich, super lieb. Super geil. Komme ich jetzt dahin? Ah. Yippie. Das war auf jeden Fall vorher deren Lager. So viel weiß ich. Finde ich ja schade, dass sie das nicht wieder in Beschlag nehmen. Es ist fast ein Jahrzehnt her, dass wir Kitesh verloren haben. In den ersten Jahren dachte ich, wir würden sterben. Wir sind die Verbliebenen eines einst großen Volkes, aber wir überlebten. Der Kampf wurde zur zweiten Natur und dann zur Lebensweise. Unsere Zahl verringert sich nicht mehr. Wir werden vielleicht nie wieder groß, aber wir überleben. Diesen Winter und den nächsten. Ich weiß es, denn Gott gab uns ein Zeichen. Letzte Nacht kam ein Wilder in unser Camp, abgemagert und von Fieber geschüttelt. Wir gaben ihm Essen, schnitten seinen Bart und säuberten seine Wunden. Die anderen erkennen ihn noch nicht, es ist zu lange her. Aber ich kenne ihn. Der Prophet. Der Prophet ist zurückgekehrt. Ist ja interessant. Wo hat denn der sich das ganze Jahrzehnt aufgehalten? Er muss ja geflüchtet sein quasi, oder? Wenn die Unsterblichen Kitesh unter sich begraben haben, beziehungsweise unter diesem Eisberg, dann wird er bei den Unsterblichen gewesen sein. Und da muss er ja irgendwo geflüchtet sein. So. Ja, dann bin ich soweit fertig. Den will ich nur noch mal in den Laden und dann können wir eigentlich weiter mit der Story machen. Bin ich doch jetzt quasi doch dafür? Wenn ich ein paar Wölfe erledigt habe, natürlich. Okay, ich weiß nicht, warum ich das jetzt getan habe. Also die Wölfe machen wir noch, damit ich halt meinen Beutel erweitern kann. Aber dann können wir eigentlich weiter loslegen. Und ich glaube so in den letzten Teil der Story tatsächlich auch wandern. Bin ich ja schon ein bisschen gespannt. So, was ist das? Das ist Pantheon. Nee, da will ich nicht hin. Das ist schon eher das Gebiet, wo ich hin möchte. Und zwar genau hierhin. Ja.